Erzähl mal, was ist besonders an der Geschichte von Paraguay? Also Paraguay, Teil von Lateinamerika, hat seit 500 Jahren eine Invasion bekommen. Ne? Dann fängt das an. Ne? Und seitdem die ganze Struktur von einer kleinen, also eine Minoria? Eine Minderheit, genau. Eine Minderheit von Leuten, die die ganze Reichtum halten, ne? Und eine große, die Mehrheit der Leute, die eigentlich keine, sie können nicht einfach bequem leben, ne? Man muss stundenlang arbeiten, man muss von zu Hause wegziehen, um eine Arbeit oder in der Universität zu gehen, man muss für alles bezahlen. Gesundheit, Erziehung, fast alles. Ne? Und das ist, ich kann dir jetzt erzählen, also nicht nur seit 500 Jahren, dass wir die spanische Invasion bekommen haben, sondern auch nach der großen Krieg, das wir hier in Paraguay gehabt haben, in 1870. Seitdem haben wir eine Minderheit im Land, dass die Mehrheit der Erde hat. Ne? Wir reden, dass 2% der Bevölkerung, das sind etwa 2000 Familien in Paraguay, sie behalten die 85% der Erde. Hier in Paraguay und in der ganzen Region, die Erde ist eigentlich die Reichtum. Ne? Ja. Und diese Nummer, die sagen, dass 2% der Bevölkerung 85% der Erde hat, sie ist nur ein Teil von der großen Unterschiede, die es gibt. Dann können wir reden, wie viele Leute arbeitslos ist, wie viele Leute Erziehung hat. Noch eine andere Nummer zum Beispiel, dass eine große Rolle für uns in der Jugend spielt. Nur 6% der Bevölkerung, der Jugend in Paraguay, hat die Möglichkeit, in der Universität zu sein. Mhm. Und das ist so, weil wir fast private Universitäten haben, Medizin. Die sind von der Stadt, aber man muss viel bezahlen. Und wegen dem haben wir eine Minderheit der Jugend, die sich erziehen kann. Und was für eine Futur können wir haben, wenn wir jetzt als Jugend keine Möglichkeit für uns zu erziehen haben? Was war denn jetzt anders in der Regierung, die jetzt gerade abgesetzt wurde, in der Regierung von Lugo? Wir haben endlich mal die Colorado-Partei, die seit mehr als 60 Jahren in der Macht geblieben hat, weggeschickt. Ja. Und was war dann anders, ist, dass man hat diese Rechte, was ich dir erzählt habe, Gesundheit, ein paar Erfolge in Sachen mit der Arbeit, mit der Rechte von den Kindern, mit Rechte von der armen Leute. Man hat dann angefangen, ein paar Sachen zu verändern. Und vor allem, man hat das gemacht mit der Möglichkeit und mit dem Erfolg, dass die Leute sich bewegt und organisiert hat. Und wegen dem haben diese Minderheit, diese Parteien, die diese Minderheit repräsentieren, Angst gehabt. Ja? Warum haben sie dann einen Putsch gemacht? Weil sie Angst hatten, dass die Leute weiter sich organisieren würden. Und wenn die Leute sich organisieren, dann können sie für ihre Freiheit kämpfen. Und ihre Freiheit bedeutet, dass diese Mehrheit nicht weiter die Reichtum produzieren werden, damit diese Minderheit die Reichtum behält. Ja, du hast einen Putsch genannt. Das wird oft genannt ein kalter Putsch. Mhm. Warum wird das kalter Putsch genannt? Ja, eigentlich man hat viele Wörter gefunden, um diesen Putsch zu nennen. Weil eigentlich, was jetzt passiert ist, ist, dass in Lateinamerika gehen jetzt eine neue Art von Putsche, wenn man es so nennen kann. Ja? Das hat in Venezuela in 2002 angefangen. Also die alte, man kann so sagen, nein, die alte Putsche von 1950, 1970, also dann haben immer die Militäre teilgenommen, um eine Regierung zu verändern, ne? Einen Putsch zu machen. Also Militäre in der Straße. Ne? Jetzt hat man das sich verändert. Ne? Das Putsch bleibt. Also die Sache, dass man eine Regierung einfach entfernt,
weil eine kleine Gruppe, die sehr viel Macht hat, das will. Ne? Aber jetzt, also die Welt hat sich so entwickelt, dass man einfach nicht, es wird nicht einfach, einen Putsch zu machen, wenn nochmal die Militär in der Straße gehen, weil international wird das auch schlecht wird das schlecht gesehen, ne? Und eben, was ein Putsch sucht, ist, eine Regierung zu verändern und in der Macht zu bleiben. Ne? Wegen dem hat man eine neue Art Putsch gesucht und erfunden, was wir in Honduras gesehen haben. Ne? Aber Honduras hatte doch ein paar Sachen, die man verändern musste, weil die Tatsache, dass die Militär in der Straße waren am Anfang, dass es eine ganz starke Repression gewesen ist, sind Sachen, die man eben, wie man demonstriert, eben, dass es ein Putsch gewesen ist. Ne? Und das hat man hier in Paraguay verbessert, kann man so sagen. Ne? Es ist die gleiche Art, es ist ein Putsch, die legale und demokratische Ausrede braucht und benutzt, aber eigentlich ist das gleiche, es ist ein Putsch, die eine Regierung entfernt. Nein? Und dann, was diese Machtgruppe hier in Paraguay verbessert haben, ist, dass sie haben die Militär am Anfang nicht gebraucht und sie haben bis jetzt ganz viel gedacht, wann sie violent sein würden und wann nicht. Ja, also wann sie Gewalt anwenden und wann nicht. Danke, wann sie Gewalt anwenden würden und wann nicht. Was werdet ihr denn jetzt weitermachen, um gegen diesen Putsch zu mobilisieren? Kämpfen. Ich meine, jetzt am Sonntag wird es ein Monat und seit mehr als einem Monat sind wir ständig in der Straße mit den Leuten. Wir organisieren die Leute, wir gehen überall, wo wir gehen können und vor allem wir erklären auch die Leute von anderen Ländern, was hier geschehen ist. Weil dieser Putsch ist nicht nur ein Putsch in Paraguay. Das ist ein Putsch gegen die Demokratie. Und die Demokratie ist nicht nur von einem Land, sondern von der ganzen Welt. Ich meine, wenn wir keine Demokratie in einem Land haben, das ist fast, als wir keine Demokratie in der Welt hätten. Wie kann man denn aus Europa, aus Deutschland, wie kann man denn der Demokratie in Paraguay helfen? Was wollt ihr, dass wir machen für euch? Ja. Nein, erstens das, was du jetzt machst, ich meine, für uns hier in der Widerstand, die Möglichkeit zu haben, alle Leute in alle Länder zu erklären, was wirklich passiert ist, ist sehr wichtig, weil alle die Medien sind mit der Putsch, hier in Paraguay und auch international. Ich meine, es wird jetzt ein Monat und fast niemand redet mehr über den Putsch. Und das ist kompliziert. Und so, erstens, uns helfen alle Leute zu erklären, dass hier in Paraguay ein Putsch gewesen ist und auch zu erzählen, dass die paraguayische Jugend, dass die paraguayische Bevölkerung im Widerstand ist und weiter im Widerstand sein wird. Und dann, zweitens ist jede Art von internationaler Solidarität.